Die Wassertemperaturen sind wieder normal am Kupfersee und das bedeutet, wir gehen wieder auf ganz normale Brocken hier und versuchen unser Glück jetzt und heute teste ich nochmal ausgiebig eine Köderkombination, die jetzt schon seit mindestens einer Woche immer wieder den Superfreak geliefert hat. Und da geht auch schon der nächste rein. Stopp, bevor ich hier auswerfe, baller ich hier auch nochmal eben die Wollfuttermische raus. So, wir sind natürlich an dem Spot Nummer Uno. Und da ich auch schon wieder von mehreren Stellen höre, was ist denn hier los? Nichts geht mehr am Kupfersee. Ja, wie kann denn das sein? Naja, testen, testen, testen. Wie immer beim Angeln. Testen, testen, testen. Ach, und ich teste auch schon wieder. Gerade noch eben am Bärensee gewesen. Und getestet und getestet und getestet. Am Bärensee. Zurzeit kalte Wassertemperaturen. Geil, denke ich mir. Sofort mal hin. Sig Rig testen. Und nach über einer Stunde habe ich mir gedacht, okay, 4 Fische, nicht schlecht, fast eine Trophy Schuppenkarpfen, auch okay, aber das ist noch nicht so ganz das Wahre. Ich teste noch mal ein bisschen weiter, aber das noch nicht in einem Video, sondern das machen wir einfach nebenbei und dann, ja, irgendwann haben wir ein Ergebnis, was wir auch zeigen können. Das jetzt hier wiederum wollte ich schon vor 3-4 Tagen mal zeigen, weil das schon richtig gut war und erschreckend gut war für immer wieder den gleichen Fisch. Und ich hoffe natürlich auch jetzt hier der Brocken, der gerade schon ein bisschen Bock hat, dass das der Zielfisch ist, dass das der Punk ist, dass das der Freak ist. Ein Freak mit richtig schön Power, richtig Bock. Das wäre richtig cool. Denn dann würde es einfach wieder bestätigen, dass diese Köder-Kombi, es ist ein Freak, dass diese Köder-Kombi, diese Futterkombination und zusätzlich jetzt auch noch diese Futtermische einfach gut funktioniert. Das wäre das A und O, das wäre wichtig, das wäre geil, denn dann könnte man einfach sagen, okay, der hat da Bock drauf und dann kann man den einfach auch gezielt beangeln und dann kann man das auch nachmachen. Heißt also, du kannst das einfach nachmachen, wenn das klappt, das ist doch das Wichtigste. Apropos, wenn das klappt, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mega. Ich helfe dir, du hilfst mir, Win-Win für beide. Sensationell, ich danke dir. So, komm ran hier, Super Freak. Jawollo, Super Freak in Serie. Einer nach dem anderen. Klar, zwischendurch mal irgendwie ein bisschen was Seltenes, was auch mit reingeht. Aber wenn hier die Super Freaks reingehen, guck mal hier, der hat sogar richtig Bock. Der hat richtig Bock. Jawollo, komm ran hier. Komm, wow, 10,3 Kilo, der nächste Super Freak. Alter, imagine. Das Teil, 30, 40 Kilo schwer, wäre der Hammer, oder? Oder noch schwerer? Abgefahren, direkt wieder raus damit. So, wie immer, ihr seht es hier wahrscheinlich schon, 10 Meter Entfernung. Wir sind hier auf dem Standard-Spot. So, Standard-Spot, wie es sich gehört, wenn man testen will, nach Wetterwechsel. Was geht noch? Geht noch das Altbekannte oder nicht? Standardspot nehmen, Standardköderkombination nehmen und dann wieder Köder testen. Wenn man einen Spot hat, der eigentlich regelmäßig funktioniert, ist das natürlich eine schöne Konstante, die wir haben und an der können wir uns abarbeiten. Haben wir jetzt einen passenden Köder dafür? Finden wir etwas, was vielleicht schon in der Vergangenheit funktioniert hat oder müssen wir was Neues suchen? Ja, und das ist eben etwas aus der Vergangenheit und so sieht das Ganze hier aus. Ein kleiner Aaland als Ausrutscher, aber ansonsten ist das hier in den 15 Minuten ziemlich eindeutig. Und das noch Bessere ist ja, wir sind hier in den Abendstunden und in der Nacht. Also, selbst in der Nacht ballern die hier auch mal mit rein. Und das ist natürlich richtig, richtig nice, wenn wir hier immer mal wieder so einen Fisch haben. Selten, selten, selten. Selten. Einfach hier die seltenen. Vor 3-4 Tagen hatte ich das schon mal hier getestet. Das erste Mal auch an dieser Stelle. Und da hatte ich hier 2 Reihen komplett
alles voll mit seltenen Fischen, beziehungsweise ich glaube eine Karausche war mit dabei und eine Schleie war mit dabei. Ja, so war das. Eine Schleie und eine Karausche war mit dabei. Ansonsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 Stück, also 10 seltene sozusagen Superfreaks. Und das ist natürlich geil. Also wenn das so konstant ist und wenn man den halt immer wieder so kriegen kann, dann wäre natürlich jetzt der logische nächste Schritt, ja, dicke, fette Boilies. Dicke, dicke, fette Boilies. Und dann hoffen, dass man hier auf super dicke, fette Boilies auch richtig dicke, fette Superfreak-Karpfen fangen kann. Das wäre doch der absolute Hammer. Vielleicht gehen sie hier rein, aber vielleicht ist denn das hier auch an der Stelle einfach vielleicht nicht tief genug. Den Superfreak hatte ich beim letzten Test auch übrigens hier unten. Im tiefen Bereich mit der gleichen Kombination. Also auch durchaus möglich, mit dieser Köderkombi genau auf den Fisch zu gehen und ähnliche Ergebnisse zu kriegen. Also, wir gucken uns das Setup nochmal eben an. Das ist momentan mein Standard-Setup hier fürs Angeln am Kupfersee. Plus 10% aufs Grundfischen, weil ich ja die verwendeten Montagen geskillt habe. Deswegen brauche ich keine Route mit Plus auf Montage, sondern die 10%, ist ja klar. Dann haben wir hier die 6000er Evia, sensationelles Gerät. Ihr seht, ich bin hier mit der 0,5 mm Schnur, Nylonschnur vom Meeresangeln, bin ich hier unterwegs, habe immer noch die kompletten 300 Meter drauf, sensationell. Also 18 Kilo Schnur drauf, 18 Kilo Leadcore mit dem Blei. Und dementsprechend, weil wir ja hier mit sinkenden Boilies unterwegs sind, natürlich auch eine sinkende Schnur. Und zwar geflochtene Schnur, die sich schön den Bodenstrukturen anpasst. Und 1er Haken, 14er Pellets und Boilies in 15 und das Ganze auf Milchcreme. Wir sind hier mit Vanille und Milchcreme unterwegs. Und das kickt tatsächlich rein für die Superfreaks. Ja, eine Möglichkeit, wie gesagt, wir könnten hier mal einmal in groß reingehen und dann sagen, okay, wir nehmen einfach mal hier zum einen die Sahne in deutlich größer. Wir gehen erstmal nur auf 18. Wir haben nochmal eine Steigerungsmöglichkeit, also nur auf 18. Und bei der Milchcreme können wir genauso nochmal größer gehen. Oder wir nehmen hier sowas, explosive Vanille. Auch nicht schlecht. Auch eine Möglichkeit. Ich bleibe aber mal bei der Creme, weil wir hier alles so im cremigen Bereich sind und dementsprechend direkt wieder raus damit. Also das ist jetzt hier einmal eine große Kombi. Vielleicht ballern hier dann nochmal die größeren drauf. Und das ist jetzt quasi für mich so der nächste Test. Also ab in die nächste Nacht oder in den nächsten Tag, die Nacht jetzt durch. Ich denke mal so 3, 4 Uhr geht das dann gleich wieder los und dann geht es weiter hier in den Test. Futtermische gucken wir uns natürlich auch noch gleich an. Und dann wird jetzt erstmal geguckt, wie ist jetzt hier weiter die Frequenz. Wie läuft das mit den dicken Boilies? Ist da überhaupt eine Reaktion drauf? Und wenn auf diese Boilies eine Reaktion ist, also auf diese Größe, dann geht's größer rein. Dann bin ich gespannt. Gehen hier die Superfreaks auf dicke 25er Boilies, vielleicht sogar dann noch mit einem 1-0er Haken, dann gehen wir mal ein bisschen größer rein und versuchen hier die Trophies rauszuballern. Das wäre natürlich der absolute Burner. Teste du doch auch mal. Guck einfach mal, ob da was geht bei dir. Wir gucken jetzt nochmal schnell in die Futtermische rein. Genau, hier habe ich sie. Ich habe sie relativ süßlich gemacht. Komplett süßlich, fein eigentlich eher. Und zwar mit Grießbasis. Also Grieß ja auch relativ hell, feinkörnig. Also das so als Basis genommen. Milchcreme geschreddert. Also Milchcreme als Boilie einmal geschreddert. Und dann haben wir hier Vanille Feed Pellets, Vanille Explosiv. Das ist eben nochmal so ein Special Boilie. Ob der in Richtung Soluble geht, ich vermute es einfach mal, denn das ist die einzige Explosiv-Variante hier im Game. Also diesen Explosiv-Boilie mit reingemacht, also wahrscheinlich super intensive Vanille-Aromatik. Und dann eben hier nochmal mit süßer Sahne mit rein und eben Vanillecreme. Also absolut schmackhaftes Dessert. Würde ich mir direkt einen Topf von leer schaufeln. Mega gut. Klingt schon fantastisch und das mögen die Superfreaks natürlich auch. Hier schön mit Vanille und Vanillecreme, Alten. Rauf auf die Hüften und dann 50 Kilo Superfreak, würde ich sagen.
Ja, jetzt heißt es natürlich wieder ein bisschen warten. Klar, in der Nacht nicht so viel wie in den Morgenstunden und wie in den Abendstunden. Aber das kennen wir ja auch schon vom Kupfersee. Jetzt heißt es testen. Teste du auch mal. Daumen da lassen, wie gesagt, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf Twitch und auf YouTube. Bis dahin.